Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Sanctuary, ne? Auch wenn das mein Ich vor gerade eben schon gesagt hat. Ja, beim letzten Mal haben wir vor dieser mysteriösen Tür aufgehört. Ich habe keinen blassen Dunst, was da drin ist und momentan will ich es noch nicht wissen. Wir haben auf jeden Fall hier einen Kampf vor uns mit Geistern und einem Tengu. Wir brauchen Sunny, Sven. Wen können wir noch gebrauchen? Na komm, Hoden. Hoden wäre noch brauchbar. Der kann erst einmal unterstützen reinhauen. Und einmal Kraft von Sven, damit wir alle den Powerboost haben. So, womit kann ich wem am besten wehtun? Mit Eishagel dem Tengu. Sollte ihn gleich eigentlich, wenn ich mit Sunny als letztes angreife, one-hitten können. Die Luftsichel machen hier gut Schaden. Die machen sehr gut Schaden. Ich kann sogar einen von denen direkt killen. Nice. So, und um safe zu gehen, dass der Tengu tot ist. Tschüss. Mann, teilen die aus. So, Luftsichel. Dann noch eine zweite Luftsichel rein. Und der Federsturm. Ja, der Kampf war easy. Ja, wieder kein Ei. Aber ein paar am Level up. Darum kümmern wir uns natürlich zuerst. Kraft 2, auf jeden Fall. Noch zwei weitere Male Stab über Aura Helfer. Also, dass das jetzt mehrfach diesen Helfer auslöst. Kaskade, das wäre mehr als gut für ihn. Ja, Dave kriegt das. Mega praktisch für ihn. Eissturm trifft alle Gegner. Damit hätte ich einen Angriff, der alle trifft. Krallen Level 3 brauche ich, glaube ich, erstmal noch nicht. Ich hätte wirklich gern diesen Eissturm. So, und Pall. Feuerballsturm. Du bist eher mehr so ein Supporter. Nochmal ein extra Schild für Verbündete. Klingt eigentlich ganz praktisch. Ansonsten hat ja keiner Level Up gemacht. So, jetzt können wir auch mal weiter. Hier ist nur eine Kiste. Doppelsprungstiefel. Ah, jetzt komme ich viel höher. Das öffnet Möglichkeiten. So, zack, zack, whee. Wollte nur gucken, ob im Wasser vielleicht auch noch was ist.
Aber schön, jetzt kann ich den Doppelsprung. Eine Gratiskiste, Haselnuss. Und Bronze. Ich bezweifle, dass ich Bronze jetzt irgendwo gerade gebrauchen kann. Jetzt erstmal wieder den ganzen Weg durchklettern. Ich weiß von einer Stelle, wo ich mit dem Doppelsprung tatsächlich... Ach, ich will die ganze Zeit die Karte. Nämlich da links. Da war oben links eine Stelle, da kommt man nur mit dem Doppelsprung irgendwo hin. Kann ich aber machen, wenn ich hier mit der Höhle fertig bin. Ich kann ja auch nochmal durch die Aufnahme gucken, ob hier in der Höhle noch irgendeine Stelle war. Nochmal Kupfer und Baumwolle. Wenn ich schon hier am Gucken bin... Kann ich auch gleich mal gucken, ob ich was verbessern kann. Ja, den Handschuh kann ich verbessern. Kann ich ja direkt wieder zurück. Hier habe ich den Schlüssel gebraucht. Ein Alchemist, huh, wer bist denn du? Es könnte gefährlich sein, in diese Richtung weiterzugehen, besonders für so einen Jungspund. Was für ein komischer Vogel. Ich glaube, ich habe seine Maske schon einmal gesehen. Aber meine Erinnerung ist ein wenig verschwommen. Wenn ich versuche, mich an etwas aus einem anderen Jahrhundert zu erinnern, könnte es sich lohnen, dem nachzugehen. Das mit den schwammigen Erinnerungen, das klingt auch gut nach dem echten Sunny. Das ist ein Champion-Monster. Ich glaube, dafür bin ich noch nicht bereit. Ich habe eine Idee. Ich bleibe auf Abstand, um sein Verhalten zu studieren. Ich denke mal, wir können den besiegen. Der ist gegen Feuerschwachs. Sunny, Pall und Ton. So, zuallererst Schild. So, unterstützen noch draufhauen. So, gegen Feuer ist der schwach, ne? Der Eissturm kann Frost hinzufügen. Wir machen erstmal einen physischen Schaden. Das sieht so aus, als ob uns der Typ helfen würde. Aber dabei steht er einfach nur im Hintergrund. So, einmal standhalten. Ich glaube, Sunny hilft uns hier eigentlich gar nicht. Nur, dass er halt den Damage stehlen kann. So, Feuer klauen. So, wo ist jetzt die eine Fähigkeit? Ach nee, die habe ich ihm gar nicht gegeben. Ich habe ihm Entzünden hier noch. Ja, Sven bringt mir gerade, glaube ich, mehr. Hauen wir erstmal die Combo hoch. So, und die Feuerklau natürlich. So, Kraftstufe 2. Auf jeden Fall nützlich. Ich hau mit Krallen drauf. Macht mehr Schaden. Und dann die Feuerklauen. Der Steinregen, der zieht hart. Äh,
Erstmal Federsturm, um die Kombo hochzuhauen. Ich könnte mit Eishagel auch nochmal reinhauen. Wenn die Kombo hoch ist. Und jetzt müsste ich mit Feuerklauen extrem viel Schaden machen. Autsch. Mein Team verreckt hier gerade. Wie immer erst der Federsturm. Ja, ich mache mit Eishage genauso viel Schaden wie mit Krallen. Noch einmal und der müsste down sein. Oh, Sven lebt gerade so. Ich kann ihn noch nicht killen. Erst einmal krallen. So, tschüss. Das hätte besser laufen können. Aber wenigstens haben zwei Leute ein Level abgeholt. Ich bin Hüter-Novizin jetzt. Neue Gegenstände sind beim Händler verfügbar. Duellkreis jetzt im Turm der Hüte verfügbar. Wow, du hast es geschafft. Du bist mutiger als ich. Ich dachte, ich wäre vorbereitet, aber als ich diesen Champion gesehen habe, war ich wie gelähmt. Nebenbei gefragt, bist du auch auf diese verdächtige Person getroffen? Beide seid noch hier? Habt ihr ein Champion-Monster gefunden? Ja, Shining hat gerade selbst eins besiegt. Was? Das war bestimmt nur ein normales Monster. Der Champion muss sich hier irgendwo noch rumtreiben. Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber ich habe wirklich gerade einen Champion umgenietet. Was für ein aufgeblasener Typ. Nun ja, ich werde zurück zur Festung gehen und versuchen, etwas über die verdächtige Person herauszufinden, die wir gerade getroffen haben. Treffen wir uns in der Bibliothek der Festung der Hüter. Gute Arbeit, Shining. Das war deine erste echte Herausforderung als Monsterhüter. Wer weiß, wozu du in der Lage bist. Zu sehr viel, würde ich sagen. So, jetzt kann ich hier noch ein bisschen erkunden. Da müsste ich ja jetzt lang können. Hier sind diese Geister nochmal. Die sind ja easy auszuschalten. Ich habe jetzt vergessen, hier mir das Team zurechtzurücken. Erst einmal Kraftstufe 2, damit alle wesentlich mehr Schaden machen. Wie viel macht der Eissturm jetzt an Combo? Zählt er für 3 Treffer oder für 1? Auf jeden Fall habe ich jeden Frost reingehauen. Das ist schon recht praktisch. Na gut, der in der Mitte hat es nicht bekommen. Ich denke mal, wenn man das hochjubelt, diese Attacke, dann ist sie mega stark. Die kostet aber auch sehr viel Mana. Erstmal hier. Manchmal einem anderen den Schild weg, weil ich genau weiß, dass die Luft sich von dem anderen sie umbringen kann. Oder der Federsturm. Wenn ich jetzt zuerst mit der Luftsichel angreife. Hier ist Schwinn halt extrem stark. Dieser Frostwind. Immer ist es so kalt hier. Ich mache erstmal hier den Schild weg. Also One-Hitten tue ich jetzt keinen. Außer ich mache einen Crit. Den Federsturm sende ich lieber auf ihn. Dann ist er wenigstens auch fast RIP. Brauche ich nur 2 Angriffe machen.
Macht doch wesentlich mehr Sinn. So, jetzt einfach die Luft sie hier reinhämmern. Und einmal den Federsturm. Und schon war es das. Und schon wieder kein Ei. Ich gehe erstmal nach oben. Hier ist ein Tengu. Und ein Dave. Ja. Sunny, Sven und... Ich habe den beiden immer noch nicht ihre Fähigkeit gegeben. Und nehmen wir auch mal Paul mit. Einfach als Support. Ich gebe erstmal hier standhalten und die gute alte Kraft. Und dann mache ich erstmal Eissturm. Um jeden hoffentlich Frost zu geben. Ja. Frost hat funktioniert. Naja, zumindest gegen zwei. Einer hat geheilt bekommen. Wie immer, Federsturm. Machen wir mal auf einen Tengu. Den mit viel Leben. Arcana Blitz auf den. Und mit Glück haut der Eishagel ihn jetzt weg. Nope. Autsch. Aua. Daneben. Ich mache erst den Arcana Blitz. Dann haue ich den Federsturm den einen Tengu rein. Und dann kann ich ihn wenigstens one-hitten. Der macht sich ein Schild, als ob ihn das rettet. Erstmal die Krallen. Dann kommt der Federsturm. Und dann zünde ich ihn einfach an. Perfekt. Ein Tengu-Ei. Endlich. Welchen Zuschauer habe ich denn noch nicht? Also von den Aktiven. Nehmen wir mal Cypher als nächstes. So, Cypher darf der hier sein. Tengu, ich will wissen, was kannst du überhaupt? Bist du besser als Pal? Auf jeden Fall gebe ich dir erstmal alle Fähigkeiten. Ja, ich denke mal, die Explosion sollte man auf jeden Fall haben und den Feuerball. Vier Skillpunkte habe ich noch. Ja, die Giftbombe. Und dann erhöhe ich noch den Mana-Wert. So, Hoden hat noch einen Skillpunkt. Langer Schnitzer. Das wäre halt Schnitt nur auf alle. Da. So, was geben wir hier noch hinzu? Blattschnitzer braucht er nicht. Ich würde sagen, der brauchte, wenn, ein bisschen mehr Magie. So, zwei Kisten, eine Birne
und ein Level-Up-Zeichen. Wie weit bist du eigentlich von einem Level-Up? Status. Wenn er das nächste Level-Up hat, dann gebe ich Sunny einfach all die Level-Up-Dinger. Weil er ist mein Hauptvieh, dem werde ich niemals austauschen, deswegen kriegt er sie. So, dann gehen wir jetzt noch nach unten, obwohl ich sehe gerade, dass die Folge schon recht lang ist, deswegen beenden wir hier mal und gehen bei der nächsten Folge nach unten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!